Ja, herzlich willkommen zum ersten Höhepunkt des zweiten Spieltages beim Heimturnier in der Wiener Stadthalle. Das erste Semifinale zwischen Rapid und dem Wiener Sportclub. Ja, die Rapid-Fans sind natürlich ganz im Gegensatz zu den Austria-Fans mit der Performance, mit der Leistung ihrer Mannschaft hier in der Halle durchaus zufrieden. Vor allem nach den gestrigen klaren 6:0-Sieg gegen die Austrianer. Und jetzt geht es bei dieser Partie um den Einzug ins Finale. Die erste Garnitur von Rapid mit Hedl im Tor, Donhofer, Heikkinen, Gattler, Dober und Bellimann. Beim Sportclub Harauer, Ruiz, Sabo, Schandl, Seic und Wunderbaldinger. Bei Rapid spielt Donhofer anstelle von Stefan Kulowitz, der sich gestern leider schwer verletzt hat. Einen Gelenksbruch in der großen Zehe fällt für mehrere Monate aus. Also das auch die bittere Seite für Rapid. An dieser Stelle baldige Genesung für Kulowitz. Und die erste Chance, Schuss von Dober. Ja, beim Sportclub gestern am ersten Spieltag, da hat es Licht und Schatten gegeben. Licht beim 5:2-Sieg gegen den LASK, allerdings dann eine herbe 9:2-Niederlage gegen Magna Wiener Neustadt. Nun, man wird jetzt sehen, wie stark der Wiener Sportclub ist gegen eine nach dem ersten Spieltag ambitionierte und kämpferisch auch starke Rapid Parole zu bieten. So wie bei der Austria fehlen natürlich auch bei Rapid einige wichtige Spiele. Jetzt ist Chance für den Sportclub. Noch einmal im Nachsetzen und da ist die Führung. Beim ersten Mal hat Hedl noch abwehren können, aber beim zweiten Mal hat es dann nicht mehr geklappt und das 1:0 erzielt Seic für den Wiener Sportclub. Zuerst war Hedl noch dran, aber im Nachsetzen bringt er den Wiener Sportclub mit 1:0 in Führung. Es ist auch eine Premiere insofern, dass es das erste Gegentor für Rapid ist, denn das Torverhältnis lautete bisher 9:0 nach dem 6:0-Sieg gegen die Austria und den 13:0 gegen die Vienna. Also eine makellose Bilanz nach dem ersten Spieltag. Jetzt das erste Gegentor, das Hedl hinnehmen hat müssen gegen den Wiener Sportclub hier im kleinen Finale. Bellimann, Gattler und wieder Chance für den Sportclub. Über Schandl, bleibt aber hängen, wieder Bellimann, Gattler und Dober. Bellimann, jetzt nächster Schussversuch, super Abwehr von Harauer. Über die Bande von Dober, aber das haben die Sportclubspieler unterbunden. Mit der Nummer 8, Heikkinen. Ja, überraschend eigentlich, auch aus Sicht von Rapid, dass sich der Finne da sehr wohl fühlt in der Halle. So, beide Teams wechseln jetzt. Bei Rapid kommen Drazan, Hoffer, und hier noch einmal die Chance für Rapid zum Ausgleich. Er versucht über die Bande zu spielen für Kayan. Das ist missglückt, das konnte Hedl unterbinden. Jetzt wieder Rapid über Ketteler. Drazan. Hoffer. Ketteler. Sandic. Ja, mit dem Schuss war Harauer nicht zu überraschen.
Ja, Trainer Backholt in der ewigen Torschützenliste an dritter Stelle mit 18 Toren, damals für den Wiener Sportclub. Hinter Nilaschi und die meisten Tore in der Halle an der Spitze Toni Polster mit 21 Treffern. So, Drazan setzt sich da durch und trifft den Ball nicht voll oder zu voll, wie man will. Jedenfalls nicht Richtung Tor von Harauer. Harding. Ja, Ketteler, Drazan, Hoffa, wieder schön gespielt für Drazan und der steht noch einen Schritt zu weit weg, aber hat noch den Ball für Hoffa und im letzten Moment klärt Ackerslang. Ja, Foul entscheidet Schiedsrichter Stuckig, nach wie vor nicht mehr ganz 10 Minuten zu spielen im ersten Spielabschnitt. 1:0 Führung für den Sportclub. Ja, schön gemacht von Kayan. Hoffer. Harauer. Harding für Drazan, aber Foul von Drazan an Herbst. So, beide Teams wechseln wieder die Blöcke, jeweils die Einsergarnitur und unter Anführungszeichen natürlich kommt aufs Parkett, wobei von beiden Mannschaften die Blöcke jeweils recht ausgeglichen sind, also spielerisch gibt es da keine großen Differenzen. Schandl. Und das nächste Tor für den Sportclub. Ja, das ist schon ein bisschen überraschend. Schandl, der Torschütze, zum 2:0. Naja, 6 Minuten gespielt und hier sehen wir es. Der hat die Vorarbeit und Schandl, ein scharfer platzierter Schuss. Heder kommt nicht mehr heran. Und da ist der Torschütze. Na, jetzt hat Rapid auch schon ein bisschen eine Aufgabe. Heikkinen. Na, das wäre wohl eine ganz dicke Überraschung, könnte sich der Sportclub da gegen Rapid durchsetzen. Allerdings, es ist noch lange zu spielen. Aber dennoch darf man von einer Zwischenüberraschung sprechen nach der 2:0 Führung. Durchaus ebenbürtig der Wiener Sportclub. Super Abwehr von Harauer. Scharfe Schuss von Tober. Zeric. Zweikampf mit Tober. Und Foulentscheidung von Schiedsrichter Stuckig. Freistoß für den Wiener Sportclub. Und gibt es eine Ermahnung für Tober. CH.
Ruiz. Ja, gut gespielt. Ziyech. Aber Toba setzt sich durch. Weiter geht's. Aber bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Jetzt 3 gegen 3. Und ein scharfer Schuss von Ziyech, aber übers Tor. So, schnell ausgespielt, aber aufmerksam war Ruiz. Sportclub bleibt im Ballbesitz. Und der Baldinger. Schandl. Der lange Pass, der war missglückt von Harauer direkt zu Hedl, damit die Rapidlöber heikinnen. Toba. Ja, das hat er schön gesehen. Wollte da Donhofer ins Spiel bringen. Fast wäre der Plan auch aufgegangen. Bellemann. Schön weiterlaufen lassen, aber das ist missglückt von Gartler. Damit eröffnet sich für den Sportclub wieder eine Chance. Und der Baldinger. Und ja, da ist er nicht mehr wirklich. War der Winkel schon spitz? Ziyech, der Torschütze zum 1:0 des Sportclubs. Nicht wirklich an den Ball gekommen. Jetzt die große Chance für Gartler. Auf der Seite von Rapid. Donhofer. Und abgepfiffen wegen Handspiels. Beide Mannschaften wechseln und fortgesetzt wird das Spiel mit einem Freistoß für Rapid. Und mein Trainer Slobodan Patricevic, mein Wiener Spieler, Coach des Wiener Sportclubs. Ja, bisher kann er mehr als zufrieden sein mit der Leistung gegen Rapid. 2:0 Führung, noch nicht mehr ganz 6 Minuten im ersten Spielabschnitt zu spielen. Freistoß, Ketteler, abgeblockt. Askalan. Und, naja, Kejan verstolpert diese Chance. Tarzan, Ketela und Tor. Anschlusstreffer, Schuss von Ketela, der passt und Rapid verkürzt auf 2:1. Ja, die Rapid-Fans sind da jetzt wieder ein bisschen aufgewacht nach diesem Tor von Ketteler. Nur mehr 2:1 Führung jetzt für den Wiener Sportclub. Und Hedl, guter Schuss von Akaslan. Jetzt spielt in diesem Block auch Jelavic. Ketteler. Jelavic. Wieder Ketteler, aber da fischt sich Kayan den Ball. Kayan im Laufduell mit Ketteler und den Ball hat er nicht unter Kontrolle gebracht, nämlich Hevara. Drazan, Jelavic, schön gemacht, Jelavic, und da fährt er unterm Ball. Hat da den Schuss nicht mehr kontrollieren können. Aber gute Szenen da auf beiden Seiten. Sportclub hält das Spiel offen, spielt mit Rapid mit. Foul von Akaslan.
an Harding und Ketteler, Jelavic. Schuss war von Sandic und jetzt wieder auf der Gegenseite der Sportclub, Möglichkeit und das ist das 3:1 und Torschütze ist Akerslan. Ja, da geht spannend hin und her in dieser Partie. 3:1 Führung jetzt für den Wiener Sportclub und schauen wir uns an hier. Gute Ballannahme und keine Chance mehr für Hedl. Ja, und Harding beschwert sich da bei seinem Kollegen, dass er nicht rechtzeitig mit zurückgekommen ist und Akerslan völlig ungedeckt war beim 3:1. Hier haben wir den Torschützen. Bellivan. Bellivan wieder. Harauer. Und Ruiz bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Pass war zu scharf. Rapid über Heikkinen. Gattler. Heikkinen kommt noch vor. Und Gattler versucht es direkt. Hat aber der Harauer nicht überraschen können. Abgeblockt von Ruiz. Rapid wirft. Jetzt versucht es Donhofer von der anderen Seite. Bellivan, Donhofer. Gattler. Schuss von Tova. Also das sind die Torleute auch nicht zu beneiden, wenn so Spieler, die über einen sehr scharfen Schuss verfügen, wie Tova, ja, so aus 10, 12 Meter voll abziehen. Gattler verliert den Ball an Ruiz, aber zurückgepfiffen von Schiedsrichter Stuffi. Ja, Schandl ist, um das nicht zu beneiden, sollte Tober durchziehen, steht er als Einmannmauer. Naja, könnte man sagen, da hat nicht viel gefehlt. So, etwas mehr als 2 Minuten sind noch zu spielen und der Wiener Sportclub, und da darf man durchaus davon sprechen, führt überraschend mit 3:1, oder? Ja, Kejan hat die Chance vergeben, die Führung weiter auszubauen. Es bleibt beim 3:1. Harding, Hoffer, Jelavic und Harauer erklärt. Wieder Hoffer. Super Schuss von Hoffer. Noch einmal Hoffer. Also der Einsatz, der ist schon da. Das sieht man bei Rapid. Das ist nicht so. Na, Hedl hat da aufgepasst.
beim Schuss von Akaslan. Ja, Rapid hat es natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Die Sportclub-Spieler lassen sich da ein bisschen weiter zurückfallen, machen da den Platz eng und da wird es natürlich nicht leicht in der Halle, sich da durchzusetzen. Letzte Spielminute jetzt. Man sieht es, Rapid versucht es immer mehr und mehr mit scharfen Schüssen, so aus 10, 15, 20 Metern. Aber bisher hat das nur einmal geklappt beim Schuss von Kettler, der da genau ins Kreuzeck gepasst hat. Ansonsten hat bisher Harauer eine makellose Leistung abgeliefert im Tor des Wiener Sportclubs. Kettler, das war der Torschütze des bisher einzigen Tors von Rapid. Hoffer, Hevera und Foul, Freistoß für den Sportclub. Miljevic. Kettler, das ist seine Position. Da hat er schon einige Male seine Schussgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Jetzt wieder Chance für den Sportclub und da ist passiert. 4:1 und Torschütze Kajan. Jetzt hat er sein Tor gemacht. Ja, jetzt wird es für Rapid natürlich schon schwierig. Also, der erste Spielabschnitt in wenigen Augenblicken zu Ende, aber da muss Rapid schon einen Zahn zulegen, um diese Partie noch zu drehen. Auch in der Halle ist das nicht so leicht gegen eine ambitionierte Mannschaft wie den Wiener Sportclub, die hier eine starke Leistung bieten heute gegen Rapid. Und sie führen mit 4:1. Also 15 Minuten Netto-Spielzeit verbleiben. Rapid jetzt noch die Partie zumindest so zu drehen, dass man in ein Nachspiel kommt bei einem Unentschieden. Und ja, man wird sehen, wie die Mannschaft da jetzt reagiert. Ja, da sehen wir die violetten Granden, Schmähführer Nummer 1, Herbert Prahaska, Schmähführer Nummer 2, Ogrissen und dahinter im Moment sozusagen schmähmäßig auf der Ersatzbank noch Toni Polster, begrüßt seine Fans im Umfeld noch. Aber ja, Toni Pfeffer sehe ich da im Hintergrund, der für die niederösterreichische Landesregierung als Sportreferent arbeitet. So, bei beiden Mannschaften Garnitur 1 auf dem Parkett. Der Pass war gedacht für Ruiz, aber er hat gesehen, das erreicht er nie und nimmer. So kann jetzt Heikkinen für Rapid wieder neu aufbauen mit Toba, Pelevan. Und, na, das war Pech jetzt. Oder Glück für den Sportclub, man kann es drehen und wenden, wie man will. Aber jetzt wieder die Hanalse im Gegenzug. Und Tor! Sage macht das 5:1. Naja, also man muss auch sagen, es gelingt den Sportclub-Spielern wirklich alles. Sie haben auch das nötige Glück. Aber das ist das Glück des Tüchtigen. Vielleicht auch schauen Sie mal, der Schusshacken nach innen. Und dann mit dem linken abgezogen. Also, da passt alles, kann Hedl nicht mehr eingreifen, zu scharf der Schuss aus wenigen Metern Distanz. Naja, also 5:1, wie würde ein Wettbüro das noch nehmen, eine Quote, wie viel gibt es da wohl, kann Rapid noch den Rückstand aufholen? Thank you.
Na, faul an Chandler von Tober. Ackersland im Zweikampf mit Häkkinen. Perez zu Hevara. Herbst gegen Jeravic. So, bei Rapid wird man sich jetzt was einfallen lassen müssen, wenn man da den Finaleinzug nicht verpassen möchte. Sie sehen schon die Gesichter der Rapid-Fans, die schauen da ein bisschen betroppetzt. Mit vielen hat man gerechnet, aber gegen den Sportclub mit 5:1 in Rückstand zu liegen nach der gestrigen Leistung gegen die Austria, also mit denen durfte man wohl wirklich nicht rechnen, aber die Realität, die ist so. Nicht mehr ganz 12 Minuten im zweiten Spielabschnitt zu spielen. Und der Sportclub steht sozusagen mit einem halben Fuß im Finale. 5:1 Führung gegen Rapid. Freistoß. Naja, da hätte Hedl fast überrascht. Nachsatz. Perez zweimal. Also da war jetzt Glück für Rapid auch dabei. Häkkinen klärt. Sportclub bleibt im Ballbesitz. Ackersland. So, ein Einzelwechsel bei Rapid. Pelivan geht und an seiner Stelle kommt Sandic. Weiter geht's wie zuvor mit einem Freistoß für den Sportclub. Ketela, Jeravic, Sandic, Fehler von Sandic, ermöglicht wieder den Sportclub eine Chance und Foul an Kayan. Und dafür gibt es die blaue Karte für Häkkinen. 2 Minuten Zeitstrafe, das heißt Überzahlspiel des Wiener Sportclubs. Und die Finaleinzugsaktien, die sinken immer mehr und mehr, sozusagen im freien Fall von Rapid. Ruiz. Zurück, ja, der Ketteler, der rennt sich da die Seele aus dem Leib. Schandl. Ja, toller Einsatz von Ketteler, muss man sagen. Und da gibt es gleich die blaue Karte für Schandl. Naja, aber das hat sich der Ketteler, muss man ehrlich sagen, wirklich erkämpft. Der ist da absammeln gegangen und hat dann praktisch dieses Foul erzwungen. Gescheit was von Schandl wahrscheinlich nicht. Hier möglicherweise im Überzahlspiel gegen Rapid eine Vorentscheidung zu suchen. Er hat ihn zu diesem Fall provoziert, Ketteler. Er hat das mit viel Einsatz und Engagement im Alleingang sozusagen für Rapid erreicht. Jetzt beide Mannschaften mit einem Spieler weniger. Unter Baldinger. Ja, Wechsel wieder bei Rapid. Jetzt Einzelwechsel. Tober kommt raus an seiner Stelle. Pelivan.
Na, und Sie haben es in der Wiederholung gesehen. So wirklich eine blaue Karte hat das, so wie man das gesehen hat, hat sich das als blaue Karte nicht dargestellt, aber wie dem auch sei, Schiedsrichter Stuchlig hat so entschieden. Sabo für Ruiz. Naja. Sie spielen es geschickt, das muss man ihnen lassen, wenn es auch nicht sehr schön zum Ansehen ist. Da verliert jetzt Sabo den Ball, aber abgebrochen das Spiel von Schiedsrichter Stuchlig. Trainer Patricevic hat sich jetzt auch doch noch entschlossen, seinen Block zu wechseln. Noch 24 Sekunden, dann ist Rapid wieder komplett. Freistoß und guter Schuss von Akaslan. Levan, Hoffa, Harding. Rapid ist jetzt wieder komplett. Also kurze Zeit, Überzahlspiel von Rapid, die Chance, ein weiteres Tor vielleicht zu erzielen. Ketteler, Heikkinen, Hoffa, wird abgeblockt von Hevara. Perez und vor allem Perez. So, und beide Teams sind wieder komplett. 9 Minuten noch zu spielen im zweiten Spielabschnitt. Und der Wiener Sportclub führt gegen Rapid mit 5:1. Für den Wiener Sportclub. Ja, im Moment schaut es nicht danach aus, als könnte Rapid mit Turniersiegen zum Wiener Sportclub aufschließen. 8-mal hat bisher der Wiener Sportclub das Turnier gewinnen können, 7-mal Rapid. Und so wie es ausschaut, dürfte sich der Wiener Sportclub die Chance auf einen weiteren Turniersieg zumindest offen halten. Klare 5:1 Führung. Und nicht mehr ganz 9 Minuten verbleiben Rapid hier noch 4 Tore zu schießen, um zumindest in ein Nachspiel zu kommen. Harding. So, jetzt wachen die Rapid-Fans ein bisschen auf aus dem Schock, der sie da den ersten Spielabschnitt über begleitet hat, nachdem die Sportclub-Spieler Tor um Tor geschossen haben. Was zuletzt stirbt, ist die Hoffnung, und das gilt natürlich auch für den Hallengig. Drazan. Dober kommt wieder für Pelivan. Ja, Ball halten kann er gut, Askalan, da hat er sich wirklich gezeigt, und Tor. Naja, ich glaube, das war's. 6:1, und man muss auch den Sportclub wirklich ein Kompliment aussprechen. Das ist nicht ein Zufallsprodukt hier, sondern da waren wirklich gute, schöne Spielzüge. Hier sehen wir, über die Bande sich durchgesetzt und dann der scharfe Schuss und Hedl, der
anerkannt, ein exzellenter Heimtormann ist, kommt da nicht mehr heran. Also 6:1 Führung jetzt für den Wiener Sportclub. Jelavić. Ja, bei Rapid scheint auch ein bisschen die Luft draußen zu sein. Irgendwie spürt man, dass man da dem Sportclub in der verbleibenden Zeit von nicht mehr ganz 7 Minuten nicht mehr 5 Tore schießen kann. Da müsste man fast im Minutentakt zum Torerfolg kommen. Und das ist selbst im Heimfußball nur schwer möglich. Vor allem nicht möglich, gerne eine Sportclubmannschaft, die so diszipliniert spielt, wie sie das hier im Semifinale gegen Rapid bisher gezeigt hat. Donhofer, schöner Kopfball von Donhofer, guter Pass von Jelavić war das, aber jetzt wieder der Sportclub über Cejic. Ruiz, ja, da hat Schandl nicht aufgepasst, ist nicht mit nach vorne gegangen, Schandl wieder, Cejic, über die Bande, Schandl, ja, da ist passiert. 7:1, also jetzt wird es peinlich. Also diese Niederlage, die tut wahrscheinlich auch den Austria-Fans ein bisschen gut nach der gestrigen 0:6 Schlappe. Es werden wohl diejenigen sein, die am meisten Freude haben mit dem klaren Sieg des Wiener Sportclubs im Semifinale gegen Rapid. Naja, wie stark ist dann Magna Wiener Neustadt, die gestern am ersten Spieltag mit 9:2 gegen den Sportclub gewonnen haben? Nun, natürlich kann man es nicht direkt vergleichen. Jedes Spiel selbst hat die eigenen Abläufe, wie der Spielfilm läuft. Und in diesem Spiel gegen Rapid ist es einfach für den Sportclub auch von Beginn an optimal gelaufen. Das darf man sagen, Rapid ist da nicht so wirklich ins Spiel hineingekommen. Und nach kurzer Zeit hat dann der Sportclub auch schnell mit 2:0 geführt. Dann noch der Anschlusstreffer der Rapidler, aber dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Und wir halten derzeit bei 7:1. Ja, die Ballannahme von Akaslan, die ist stark. Ja. Setzt seinen Körper gut ein, deckt den Ball gut in der Halle und hat damit natürlich oft Ballvorteil für seine Mannschaft herausholen können. Halkinen. Perez, aber Zuspiel war gedacht für Hevera, aber Hedl hat das überzogen, war schneller heraus. Harabit über Halkinen. Schuss von Gattler. Kajan. Fall von Dober. Ja, zu spinnen nicht mehr ganz 5 Minuten. Also der Finalzug ist für Rapid abgefahren. Ich glaube, da lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man das feststellt. 7:1 Führung. Gute Abwehr von Hedl.
geschickt gemacht, aufgepasst hat der Pelivan, dass da Kajan nicht zum Ball kommt und Rapid wechselt. Und ebenso der Wiener Sportclub. Ja, Preisgeld gibt es natürlich auch ein bisschen für den Hallentitel. 10.000 Euro ist nicht die Welt, aber immerhin. Ja, Spiel ist noch unterbrochen, Band ist geschlossen und weiter geht's für Rapid mit Ketteler, Harding, Drazan, Veljavic versucht es im Doppelpass, hängen geblieben, wollte wieder Drazan ins Spiel bringen. Unter Beidinger. Zweikampf mit Harding. Ja, schön gemacht von Wunder Waldinger. Gute, schöne technische Einlage. Gibt es auch Sonderapplaus vom Publikum. Wunder Waldinger wieder gut gesehen. Na, da ist ja jetzt schon ein bisschen die Luft ausgegangen. Ketteler. Und Harau. Ja, voll an Zeric. Freistoß für den Sportclub entscheidet Schiedsrichter Fritz Stuchlik. Aber der wirkt schon ein bisschen kraftlos. Zeric. Patricevic wird ihn wohl bald draußen und er geht schon zur Bande. Aber bleibt noch. Auf dem Parkett Drazan. Sandic, Drazan. Szabo. Und abgeblockt von Ketteler. Jetzt viel Applaus für den Wiener Sportclub in der Stadthalle. So viele Sportclub-Anhänger sind gar nicht da. Scheint, dass die Austrianer da ins Lager der Mannschaft des Wiener Sportclubs auch sozusagen übergegangen sind. Aber sie haben auch eine wirklich gute Leistung gegen Rapid gezeigt. Und das widerspiegelt auch das Ergebnis. 7:1 Führung gegen Rapid. Einer der letzten Wechsel in diesem Spiel, in diesem Semifinale. Ja, Schuss von Kajan. Jetzt wieder Rapid, Donhofer, Pelivan und Gattler. Schießt das zweite Tor für Rapid. Aber viel mehr als Ergebniskorrektur ist es nicht. Beres für Kajan. Beres. Und
Akaslan verschießt hier. Vergibt die Chance aufs achte Tor des Wiener Sportclubs. Guter Einsatz von Akaslan. Den Ball sehr gut unter Kontrolle behält. Gattler. Letzte Spielrunde. Häkkinen. Gattler. Dober versucht's. Und jetzt wieder der Wiener Sportclub. Aber die Entscheidung in diesem Spiel um den Einzug ins Finale, die ist längst gefallen. Häkkinen. Beres passt auf. Dann völlig ungedeckt vorne ist Kajan. Heverer. Nochmals als Information, wir haben es eingangs bei diesem Spiel erwähnt, Kulowitz hat sich gestern schwer verletzt, hat einen Gelenksbruch in der großen Zehe, erlitten und mehrere Monate aus und da ist die Schlusssirene und ja, man darf schon von einer Hallensensation sprechen, wenn der Wiener Sportclub Rapid mit 7:2 besiegt und damit ins Finale einzieht. Sagen auf ein Finale Austria gegen Rapid, da müssen die Fans zumindest bis zum nächsten Jahr warten. Warum das so ist, wird uns jetzt vielleicht Rapid-Trainer Peter Parkholt sagen. Wo sind denn seine Fans? Wenn man in 30 Minuten nur 2 Tore macht und sie mehr oder minder immer wieder auskontern lässt, dann hat man das Finale nicht verdient. War sich die Mannschaft vielleicht schon zu sicher? Nein, überhaupt nicht. Das ist Hallenfußball. Ich tue das immer unterscheiden zwischen Halle oder im Feld und in der Halle. Da kann alles sehr, sehr schnell gehen. Wir haben unseren Höhepunkt gestern gehabt, der war sicher natürlich in Ordnung mit den 6-0 gegen die Austria. Die sind Tabellenletzter oder letzten Platz. Wir werden heute versuchen, das kleine Finale zu gewinnen, dass wir zumindest Dritter werden. War das jetzt der klassische Konterfußball, den der Sportclub gezeigt hat in der Halle? Nicht Konterfußball, es war einfach so. Wir hätten, glaube ich, noch 100 Mal hinschießen können, hätten nicht richtig gezielt oder der Tormann gut gehalten. Wir haben immer wieder hingeschossen und ist irgendwo hängen geblieben. Und der Wiener Sportclub hat das sehr clever gemacht, hat ihre Chancen genutzt und dann auch verdient, völlig verdient, ja, gewonnen. Also, danke vielmals. Gestern haben wir noch jubeln dürfen, die Fans von Rapid, und heute halt ein bisschen anders ausgegangen. Ich sag ja, der Höhepunkt für uns war gestern. Ich glaube, das überwiegt. Gut, danke.